Jo, hallo, servus und hallo wieder. Heute schauen wir uns in Plants vs. Gardenwalk 2 diesen kurzen Rosie-Part an, den ihr in dem neuesten Gameplay sehen könnt. Wenn ihr nicht wisst, was für ein Gameplay ich meine, ich verlinke euch das ganz oben in der Videobeschreibung. Da gibt es ein neues Gameplay, ich habe davon eh schon im letzten Video gesprochen. Und da gibt es einen sehr, sehr, sehr interessanten Rose- oder Rosie-Part zu den Kernel Corn und Citron Parts möchte ich nicht direkt was sagen, da sieht man eigentlich nicht wirklich besonders was Neues, aber ich würde euch trotzdem empfehlen, euch dieses Video anzuschauen, sieht trotzdem sehr, sehr interessant aus. Ich mache dann nur noch ein Video zu dem letzten Teil von diesem Gameplay, weil da sieht man auch etwas ziemlich Interessantes. Dafür mache ich aber keine direkte Trailer-Analyse von diesem neuesten Trailer, was auch auf der Gamescom veröffentlicht wurde. Dazu gibt es dann einfach zu wenig Material einfach und ja. Jetzt fangen wir aber an mit dieser kleinen Trailer- oder Gameplay-Analyse von der Rosie. Da sieht man so unglaublich viel Neues, das ist ein Wahnsinn. Wir fangen einfach mal an. Das ist schon der zweite Garten bei dieser Mondmap, wie es aussieht. Den ersten Garten hatten wir im ersten Teil von dem Gameplay gesehen. Der wurde dann schön eingenommen. Hat übrigens super nett ausgesehen mit den ganzen Blümchen auf der Seite. Schaut euch das, wie gesagt, auf alle Fälle an. Und hier sind wir jetzt im zweiten Garten. Die Rosie macht da gleich was ganz Besonderes. Zu dem komme ich gleich, aber davor möchte ich euch noch kurz stoppen, und zwar sieht man hier jetzt rechts unten, sieht man einen Haufen, und zwar ist das genauso ein Haufen wie in Garden Warfare 1, wo man die Zombie-Bots setzen hat können, nur kann man hier halt jetzt die ganzen Weeds, die ganzen Pflanzen-Bots setzen. Damit ist die Sache auch mal geklärt, das heißt, die Pflanzen kommen nicht aus Töpfen, die kommen ganz genauso aus Haufen wie in Garden Warfare 1 Zombies. Ist also ziemlich ganz genau gleich wie bei den Zombies, nur halt schauen sie pflanzenmäßig aus. Gut, dann gehen wir weiter. Und die Rose macht hier jetzt dann gleich was ganz Besonderes. Und zwar, zuerst stellt sie hier mal ein Geschütz auf. Das Geschütz kommt mir einem schon irgendwie bekannt vor. Was könnte das jetzt sein? Es ist so ein kleines Kristallgeschütz, das was Laser schießt. Die kann man vielleicht auch in... Wahrscheinlich kann man das Ganze auch in drei... Stufen regeln wie der Ingenieur in Garden Warfare 1, und dieses Geschütz beschützt was ganz Besonderes, und zwar den Teleporter. Genau, die Rosie kann den Teleporter, also die Rosie ist die Teleportermacherin in Garden Warfare 2 für die Pflanzen. Sieht fast genauso aus wie der Teleporter von den Zombies, nur das sieht man ein bisschen später, da dreht sich nachher um, und das ist jetzt so eine Art Stein-Teleporter. Sieht auf alle Fälle sehr mystisch, sehr hexenmäßig aus. Und dann wurde diese Frage auch mal geklärt, wer den Teleporter in Garden Warfare 2 macht. Hier kommt nachher der Super Brains, da sieht man dann ganz kurz nochmal den Teleporter. Das sind so eine komische Steinfigur ist das, sieht sehr interessant aus. Kann man bestimmt auch genauso zerstören. Okay, natürlich kann man den genauso zerstören wie bei den Zombies. Und die ganzen, ich weiß es nicht, irgendwie Gnome Crystals oder so. Na, Guardians Crystals heißen diese Geschütze da, die was die Rosie vorher aufgestellt hat. Wie gesagt, ich schätze mal, man kann die auch wieder in drei Stufen aufstellen. Ja, dann kommt dieser Ingenieur-Teleporter, genau. Dann kommt dieser Super Brains hier und versucht die Rosie zu zerstören. Sie setzt aber diese eine Fähigkeit ein, wo ich nicht genau gewusst habe, was das ist bei dem vorletzten Video. Und so ist das dieses Arcane Enigma. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch immer nicht ganz genau, was das ist. Sieht für mich irgendwie aus wie der Warp. Kann man ein bisschen so vergleichen mit dem Warp mit diesem Energie-Warp vom Wissenschaftler. Wir müssten alle von euch kennen. Nur sieht es ein bisschen so aus, wie wenn sie für die Zombies unsichtbar wäre, weil der Super Brains kämpft da, schießt da, schlägt da die ganze Zeit in die Luft. Ich glaube, diese Arcane Enigma macht auch irgendwie so eine Art Schaden. Man sieht auch, wenn sie in diese Fähigkeit hineingeht, ist unter diesem Super Brains so eine Art Strudel. Vielleicht kann sie ihn auch irgendwie so gefangen nehmen, kann man auch sagen. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es sieht auf alle Fälle sehr, sehr mystisch und sehr, sehr cool aus. Und jetzt wissen wir wenigstens, wie alle Fähigkeiten jetzt ausschauen. Und sie hat ihn dann anscheinend richtig schnell gekillt, aber sie hat ihn nicht wirklich abgeschossen. Na doch, am Schluss hat sie ihn dann schon abgeschossen, sieht man schon. Übrigens, der Schuss von dieser Rose sieht, ich finde das extremst cool, wie sie mit diesem Zauberstab die ganze Zeit diese kleinen Laserkügelchen verschießt. Sie schießt das auch ganz schön weit, das heißt, es ist keine Nahkampfklasse, man sieht das ein bisschen später. Sie schießt diese Laserkügelchen ganz schön weit, aber es ist wahrscheinlich trotzdem keine direkte Fernkampfklasse. Es ist wahrscheinlich so eine Art Allrounder. Und ja, dann geht's weiter. Man sieht ja auch nochmal links übrigens nochmal so einen kleinen Haufen, wo man eben die Pflanzen pflanzen kann. Diese kleinen Weeds.
Da vorne ist auch wieder so ein Geschütz, das hat sie aber nicht aufgestellt. Und dann kommt hier auf einmal ein Wissenschaftler und sie verwandelt diesen Wissenschaftler in eine Ziege. Das kennen wir ja schon bereits. Und dann passiert das, was ich schon eigentlich fast seit Anfang an gedacht habe, was die Ziege kann. Und zwar kann die Ziege tackeln. Sie tackelt die Rosie nachher ein bisschen zurück. Wird wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel Schaden machen, aber ein bisschen. Rosie, die Ziege, also der Wissenschaftler versucht nachher zu flüchten, aber die Rosie schlägt zurück, schießt richtig schnell dahin. Und der Wissenschaftler oder die Ziege ist dann eliminiert worden. Gut, das war's jetzt eigentlich schon. Jetzt geht eigentlich hier nur noch, geht jetzt eigentlich nur noch die Rosie mit dem Körnerkorn zu dem Garten. Der müsste da jetzt dann da rechts sein. Und dann war es eigentlich schon mit diesem Rosie-Gameplay. Danach switcht das ganze Gameplay zum Körnerkorn rüber. Wie gesagt, da sieht man jetzt nicht so viel Besonderes. Aber ich würde es trotzdem auf alle Fälle empfehlen, euch das Ganze anzusehen. Ist wirklich sehr, sehr nett. Ja genau, ein Video kommt das wie gesagt noch von dem letzten Part von diesem Gameplay, weil da sieht man eben das Ende von diesem, von dieser Map, von dieser, wie heißt das schnell der Modus? Krautangriff, genau, der Modus heißt Krautangriff übrigens, ist ja das Gegenteil von Gärten und Friedhöfe, wo die Zombies angreifen, in Krautangriff greifen die Pflanzen an, das müssten wahrscheinlich eh schon alle von euch wissen. Und ja, ist übrigens ein sehr, sehr spannendes Ende. Ich weiß aber auch noch nicht ganz genau, wie das funktioniert, muss ich mir noch genauer anschauen. Und ja, weitere Infovideos folgen natürlich auch die Tage. Dieses Gameplay ist natürlich nicht alles. Es gibt noch viele, viele andere neue Sachen. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao!